Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit meinem letzten Video im Jahre 2023. Und das sind nun noch meine Top und meine Flops im Bereich der Filme, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und glaubt mir, dieses Jahr war es wirklich für mich sehr, sehr schwierig. Denn Avatar 2 lief letztes Jahr im Kino, genauso wie Top Gun Maverick. Und diese beiden Filme haben mich damals so dermaßen in den Bann gezogen, dass ich nicht mehr raus wollte. Selbst Avatar 2 hat es dieses Jahr geschafft, dass ich ihn 21 Mal angesehen habe, dieses Jahr. Und das hat bisher noch kein anderer Film geschafft. Selbst 20 Mal im Kino war ich bei diesem Film. Also unglaublich. Und das hat leider kein einziger Film dieses Jahr geschafft, der dieses Jahr rausgekommen ist, mich so in den Bann zu ziehen wie eben Top Gun und auch Avatar 2. Und wird es wahrscheinlich auch nicht wieder geben, außer es kommt irgendwann mal Avatar 3 raus, aber bis dahin sind noch ein paar Jahre zu vergehen. Deswegen war es für mich wirklich dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig, da eine richtige Reihenfolge reinzubringen. Bei den Flops ging es eigentlich auch einigermaßen recht einfach. Vor allem bei den ersten drei Teilen, bei den ersten drei Plätzen. Aber auch dann zum Schluss, jetzt im Nachhinein, wo ich mir nachgedacht habe, okay, war es auch für mich auch klar, was auch für mich 1 bis 3 auch ist. Und denke mal, da werden sich viele den Kopf schütteln und sagen, nee, was ist mit dir los? Mag sein. Aber ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin kein Filmkritiker. Und ich scheiße auf Filmkritiker, denn jeder Film heutzutage wird erstmal komplett schlecht gemacht. Wirklich jeder Film. Und ich glaube, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich lese auch nichts durch, weil ganz ehrlich, jeder Film, der jetzt rauskommt, kann nur schlecht werden. So laut den Kritikern. Und ich habe jetzt so viele Filme gesehen dieses Jahr, auch die von den Kritikern zerrissen worden sind und gefloppt sind im Kino, wo ich sagen muss, warum? Der Film macht Spaß. Und das ist für mich die Hauptsache. Der Film muss mir Spaß machen, der muss mich unterhalten und er muss mich auch emotional irgendwie berühren. Und bei den meisten klappt es, bei den meisten klappt es ja nicht. Aber, und das ist für mich der Hauptaugenmerk bei Filme gucken. Die Filme müssen mich unterhalten, die müssen mir Spaß machen, die müssen mich irgendwie berühren, die müssen mich in den Bann ziehen mit den Charakteren. Und das haben auch auf jeden Fall alle diese Filme geschafft, die hier bei meinen Tops sind. Auch bei den Flops auch einige dabei, die ich auch gut finde, aber halt jetzt nicht ganz so gut sind, die auch trotz all dem meiner Erwartung doch nicht ganz gerecht worden sind. So muss man es schon sagen, so kann man es eigentlich sagen. Trotz all dem, einige Filme sind auch von Flops oder Tops auch wirklich extremst schlecht. So, nochmal ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt dazu gerne natürlich eure Meinung auch kundtun. Einfach unten in die Videobeschreibung reinschreiben, welche eure Top- und eure Flop-Filme sind dieses Jahr. Und ja, gleich mal von eins vorweg. Ich habe einige Filme noch nicht gesehen, aber wie auch, man hat auch nicht immer Zeit, immer so viele Filme anzugucken. Gut, ich mach's. Aber ich schaue auch einfach gerne auch mal ältere Filme an, um mir auch meinen Horizont zu erweitern, unter anderem auch in der Wochis schaut an Videos. Und zwar, dieses Jahr war es wirklich einiges dabei, wo ich mich wirklich reingezogen habe. Und deswegen ist zum Beispiel einiges auf der Strecke geblieben, wie zum Beispiel Letzte Fahrt der Demeter, Winnie the Pooh, aber der Film interessiert mich gleich mal so gut wie null. Dann Exorzist, Bekenntnis und auch die Tribute von Panem 5 sowie auch Scream 6 habe ich noch nicht gesehen. Also sind auch hier nicht mit der Bewertung mit dabei. Große Problem war auch, ja, kein Dune 2. Wurde auch verschoben auf nächstes Jahr. Könnte mich ganz arg drüber ärgern. Auf diesen Film habe ich mich dieses Jahr extremst drauf gefreut. Genauso wie schon damals auf Avatar 2. Aber dieser wurde jetzt auf Februar, März verschoben. Also vielleicht ist am Dune 2 im nächsten Jahr dann auf Platz Nummer 1 von 2024. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt direkt durch mit den Flops erstmal. Und gehen dann weiter zu den Tops über. Und die Flops des Jahres 2023 sind auch hier wirklich sehr gemischt. Wie gesagt, ich mag auch hier einige Filme, aber die haben mich auch an sich doch trotzdem meine Meinung hier ein bisschen zu hoch wahrscheinlich. Und deswegen muss ich auch hier mich einfach auch ein bisschen hier, ja, haben sie auch ein bisschen mich enttäuscht. Der erste Film, der nicht mit in der Top-Flop-Liste steht, ist Asterix im Reich der Mitte. Meine Emma hat diesen Film geliebt.
sie liebt allgemein Asterix-Filme, also egal ob Realverfilmung, ob Animation oder auch Zeichentrick, sind alle drei verschiedenen Varianten von diesen Filmen. Und ich bin halt nun mal mit den Zeichentrickfilmen aufgewachsen. Und da muss ich sagen, ich ziehe jeden Zeichentrickfilm vor als diese Realverfilmungen, als auch Animationsfilmen. Und dieser Film, ja, war auch sehr, sehr anstrengend. Aber Hauptsache war hier, die Emma hat ihm gefallen. Und das ist hier die Hauptsache von diesem Film gewesen. Aber für mich wäre dieser Film auch auf jeden Fall ein Flop geworden. So, jetzt aber zu meinen Flop 10. Auf Platz Nummer 10 haben wir einen Disney-Film. Ja, jetzt kommt Indiana Jones, jetzt kommt Indiana Jones. Nein, kommt nicht. Nein, auf Platz Nummer 10 meinen Flops kommt, ich will jetzt nicht sagen, der Film ist schlecht, der Film gefällt mir auch gut. Aber ich habe mit diesem Film ein Problem. Und zwar, das ist die Hauptdarstellerin. Und zwar Ariel, die Meerjungfrau. Ich habe nichts gegen schwarze, stark pigmentierte, habe ich gegen niemanden habe ich was. Aber Ariel, die Meerjungfrau, gucke ich mir immer ganz gerne mal als Zeichentrickfilm an, mit den roten, langen Haaren. Wunderschöne Frau. Ja, und dann kommt die Realverfilmung, da war ich auch mit dem Kino. Und von der Optik her vom Film ist es wirklich sehr schön gemacht. Und auch von der Ursula her, grandios. Die Ursula, gespielt von Melissa McCarthy, ich glaube, eine ihrer besten Rollen jemals in ihrem ganzen Schauspiel-Live-Laufbahn, ist hier die Ursula. Meine Emma hatte so dermaßen Schiss von dieser Ursula, soll ich Emmerchen. Das ist perfekt gespielt. Nein, da bekomme ich Angst, euch genau deswegen hat sie so perfekt gespielt, weil du, kleines Kind, Angst bekommen hast von ihr. Alles richtig gemacht. Ursula ist hier wirklich der Highlight von diesem Film. Ohne Scheiß. Aber jetzt kommen wir zu der Hauptdarstellerin. Ich habe nichts gegen sie. Ich kenne sie eine Weile. Die, wie heißt sie? Ashley Williams? Ist das die Ashley Williams? Nee, Halle Bailey, genau. Irgendwie werde ich mit dieser Schauspielerin nicht warm als Ariel. Es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht in die Rolle. Ich habe nichts gegen die. Aber es passt einfach. Und dieser Film hat mich wirklich so genervt mit dieser Darstellerin. Ich bin einfach mit dieser Frau nicht warm geworden. Mit der Ariel-Darstellerin. Ja, auch einige Animationen, wie zum Beispiel die hier Fischchen, auch das ist auch nicht so mein Fall gewesen. Aber er ist auf jeden Fall trotz all dem unterhaltsam, aber für mich der größte Flop ist hier wirklich die Hauptdarstellerin. Und deswegen auf Platz Nummer 10 Ariel, die Meerjungfrau. Auf Platz Nummer 10, dieser Film wurde auch von den Kritikern schon wieder zerrissen, vorher, wo der Film schon mal rauskam. Ich wollte trotzdem unbedingt sehen im Kino, habe mich auch wirklich auf diesen Film gefreut, sehr gefreut. Das war auch mein großes Problem, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Was ich bekommen habe, war ein 0815-Action-Film, der trotz all dem unterhält. Er ist trotzdem jetzt nicht schlecht, er unterhält trotzdem. Mich unterhalten. Und zwar Expendables 4 mit Jason Statham und Jason Statham. Ach, und Jason Statham. Ja, und die Randfiguren. Ach, Stallone spielt auch noch mit. Stimmt, Stallone spielt auch noch mit. Aber ja, nur ganz kurz. Ja. Also wie gesagt, Expendables 4 hat eigentlich mir das gegeben, was ich haben wollte. Viele dumme, blöde Sprüche. Hat er gegeben. Es war blutig. Eine komplett extrem seichte Story. Und ein, ja, recht harmloses Ende. Kein so extrem geiler Fight wie bei Expendables 2. Und ja, meine Probleme bei diesem Film sind auf jeden Fall, ja, Jason Statham. Ich liebe Jason Statham, nicht falsch verstehen. Aber er ist eigentlich ein Standalone-Film von Jason Statham, weil nämlich alle anderen Expendables eigentlich nur die Randfiguren sind. Also er ist der Kopf und das also auch so sind die Expendables. Und das ist so das Störende an dem Film für mich gewesen. Auch natürlich das extremst, also wirklich extremst schlechte CGI. Puh. Na gut, den Megan Fox kann man sich schon mal angucken, stört mich jetzt auch hier weniger. Aber wenn halt eben das Fischerboot kleiner ist als die Megan Fox als Schauspielerin, dann wurde irgendwas von dem Größeverhältnis nicht so ganz angepasst bei den CGI-Effekten.
Ja, er war unterhaltsam, aber natürlich trotz all dem auch für mich jetzt kein überragender Film und ist auf Platz Nummer 9, Expendables 4, aber er unterhält mich trotzdem. Trotzdem ihm eine Chance geben. So, ein weiterer Jason Statham-Film. Ja, Jason Statham hat dieses Jahr so viele Filme gemacht, aber auch nicht wirklich viele gute Filme. Und zwar, auch dieser Film wurde auch im Vorhinein wieder komplett zerrissen. Auch dieser Film wollte ich unbedingt im Kino sehen. In der Zeit, wo meine liebe Family mich dann in Lassie. Ich hätte mit in Lassie gehen sollen. Psst. Ja, und zwar Mac 2, die Tiefe. Alter. Ja, da kann man schon gerne mal meinen Kopf mal schütteln bei dem Film, wenn man sich die Story so anhört. Und auch natürlich dann die Möglichkeiten, was der Jason Statham also kann. Er ist eigentlich ein Übermensch. Also er kann unter 10.000 Meter Tiefe ganz normal im Wasser rumschwimmen, ohne dass was passiert. Unglaublich gut. Also er ist einfach ein Multi-Super-Superheld. Unglaublich, ja. Also dieser Film... ja, man muss dazu schon mal sagen... Man muss hier einfach sagen, okay, er macht Spaß. Er macht trotz all dem viel Spaß. Er macht Spaß, er macht Spaß und er macht Spaß. Aber jetzt nicht weiter darüber nachdenken. Man kann bei diesem Film auf jeden Fall Spaß haben, wenn man ein was tut, nämlich das da oben, also komplett ausschalten. Das Gute ist, der Film geht nicht ganz so lange. Also von daher schon mal hier von Vorteil. Und auch die Macs sind leider auch wirklich nur in den letzten halbe, dreiviertel Stunden zu sehen. Ansonsten haben wir hier doch mehr so, ja... Ein Naturschutzfilm, Aufklärungsfilm, was eigentlich passiert, wenn man eigentlich zu tief ins Meer taucht. Ja, Mac 2 ist auf jeden Fall auch jetzt für mich keine große Reise gewesen und auch bei mir auf Flop. Platz Nummer 8 ist hier Mac 2. So, auf Platz Nummer 7 haben wir einen Film, auf diesen Film habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, im Kino zu sehen. Einfach aus dem Grund, es ist ein Film fürs Kino und für nichts anderes. Der Film geht 165 Minuten und dachte mir, wow, ein Ridley Scott-Film, da kann man nichts verkehrt machen. Doch im Vorhinein hat schon geheißen, dieser Film ist ja auch von Apple Plus oder von Apple TV auch produziert worden und auf Apple Plus kommt dann der Director's Cut raus. Der wohl eineinhalb Stunden länger geht. Und dachte mir, okay, ja, so viel kann jetzt nicht vielen fehlen. Und zwar Napoleon. Ein Ridley Scott-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Napoleon. Und ihn muss ich mir schon mal wirklich wieder hier wärmstens empfehlen als Schauspieler. Wahnsinnig gute Leistung. Grandios gemacht. Wirklich war der Hammer. Aber der ganze Film, man merkt extremst im Film, dass dieser Film komplett zerstückelt wurde. Wir haben so viele Handlungsstränge, die angefangen sind, aber nie beendet wurden. Ich war mit meiner lieben Frau drin und mit meinen Eltern waren sogar mit dabei. Wir haben danach uns unterhalten über diesen Film und alle fanden diesen Film wirklich nicht gut. Einfach aus dem Grund, weil einfach so viel von der Handlung gefehlt hat. Ich sage bloß, dieser Russland-Feldzug, der war innerhalb von 10 Minuten war der erledigt. Hä? Was ist denn alles passiert? Also es fehlt so viel an diesem ganzen Film. Er ist mega, super, perfekt inszeniert worden, dieser ganze Film. Einfach nur der Wahnsinn, wirklich der Hammer. Aber diese Story, dieses Geschnittene hätte man einfach sein lassen können und dieser Film hätte wirklich auch 5 oder 6 Stunden im Kino laufen können. Das wäre mir wurscht gewesen, wäre reingegangen. Weil das ist auf jeden Fall ein Film fürs Kino und für nicht irgendein scheiß Streaming-Portal, wo man es dann runterladen kann, auf dem Bildschirm, auf dem Handy angucken kann, der am besten noch. Dieser Film ist oder war fürs Kino gemacht und für nichts anderes. Das ist auch Avatar und auch Top Gun so gewesen. Dieser Film war fürs Kino und nicht für irgendeinen scheiß Streaming-Dienst. Fertig aus. Und dass sie den so runtergeschnitten haben fürs Kino, war einfach nur eine Enttäuschung. Und deswegen auf Platz Nummer 7, Napoleon mit Joaquin Phoenix, der seine Rolle wirklich extrem gut gespielt hat. Ja, auf Platz Nummer 6 haben wir einen Adam Driver Film. Und der Film, auf diesen Film habe ich mich auch tierisch drauf gefreut, wie Sau. Der kam Anfang des Jahres raus und dachte mir, wow, geil, Jurassic Park, aber dieser mit bösen
Dinosauriern und es wird geschossen. Geil, das kann nur richtig gut werden. Und war dann auch gleich im Kino. An dem Tag war ich sogar zweimal im Kino. Einmal zuerst in 65 mit Adam Driver und nochmal einen anderen Film, der auch gleich noch hier mit in Erwähnung tritt. Ja, Adam Driver in 65. Dieser ganze Film geht sage und schreibe, wie lange geht er? 93 Minuten. Und glaubt mir, dieser Film hat sich bei mir im Kino gezogen wie Kaugummi. Und selbst nach der Zweitsichtung zu Hause bin ich auch wieder fast eingeschlafen bei diesem Film. Dieser Film hat null Spannung. Allein schon mein Problem war bei diesem Film auch, ich bin da, habe was ganz anderes erwartet von diesem Film. Ich war eigentlich so in der Idee, es könnte so geschehen wie bei Planet der Affen, die Originalfilme. Sie reisen in die Vergangenheit zurück, die Menschen. Aber hier ist es was ganz anderes. Hier gibt es mir eine außerirdische Rasse, die schon vor 65 Millionen Jahren gelebt haben und dann plötzlich auf der Erde notlanden und treffen dann auf die Alien, auf die Dinosaurier. Und das war schon für mich wieder raus. Da war ich schon raus. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Quatsch? Ja, auch die Auflösung bzw. Schluss war ganz cool gemacht, aber irgendwie dieser Film hat echt ewig gebraucht. Es war wirklich ein sehr anstrengender Film und ja, für mich auch ein sehr, sehr schwacher Film. 65. So, jetzt, die meisten werden mich dafür hassen. Ja, aber es ist mir wurscht, denn ich hasse diesen Film. Ich finde diesen Film so schlecht. Also nicht ganz so schlecht, nein. Und zwar auf Platz Nummer 5, er ist nicht ganz, er ist in der Mitte, und zwar Evil Dead Rise. Viele sagen, wow, der beste Horrorfilm des Jahres. Nein, ist er nicht. Auch da war ich im Kino, habe mich auch auf diesen Film sehr drauf gefreut. Und dann fing dieser Film an, schon allein Anfang mit diesem Erdbeben und in der großen Stadt. Und da ist dann auch dann dieses Necronomicon drin. Oh, was für ein seltsamer Zufall. Und auch diese komischen Geschwister, was man dann weiß, als junge Mädchen divers ist, keine Ahnung, grausam. Grausam. Das einzige Highlight war wirklich die Mutti, die hier wirklich gut abgegangen ist. Das war wirklich das einzige Highlight. Der Schluss auch zum Schluss mit dieser Überdämon. Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Also ganz ehrlich, bitte bring keine weiteren Evil Dead Filme raus. Ja, das Remake war okay. Aber bitte lasst einfach die ganzen alten schönen Filme in Ruhe und macht noch mehr Sauerei draus. Also Evil Dead Rise war für mich so enttäuschend. Auch selbst bei der Drittsichtung zu Hause. Ich kann diesen Film auch nicht. Problem ist, ich versuche diesen Film auch mir schön zu gucken. Es klappt nicht. Und das will was bedeuten. Den Film habe ich schon dreimal gesehen und es klappt nicht. Er wird nicht besser. Er wird nicht besser. Bei mir nicht. Ja, Evil Dead Rise auf Platz Nummer 5. Und jetzt werden mich ganz viel noch mehr hassen, weil ich auf Platz Nummer 5 einen Film, wo sie alle gesagt haben, da die Kritiker, ach, ein ganz toller Film, der ist so emotional, so ein trauriger Film, der ist so schön, ach Gott, ein trauriger Film, ach Gott, ich musste so echt weinen in dem Film. Selbst meine Liebe, mein lieber Andreas, der Papa von meiner lieben Emma, der Papa von der besten Freundin von der Emma, so will ich sagen, Entschuldigung, ich hab's versprochen, ist riesengroßer Marvel-Fan. Und natürlich geht es auch um einen Marvel-Film. Und Stefan, geh in den Film rein. Er ist so unglaublich gut. Ich habe so geweint. Es war so emotional für mich. Und dachte, okay. Ich mag Teil 1 und Teil 2 mag ich extrem sehr. Und Teil 3, auf den habe ich mich auch gefreut. Guardians of the Galaxy 3. Auf Platz Nummer 4. Oh ja, ich steh dazu. Oh yes. Ich bin da reingegangen mit genau diesem Elan. Ich werde heute weinen. Es ist traurig. Es ist emotional. Es ist eine tolle Geschichte. Nichts davon ist passiert. Nichts. Gar nichts. Für mich. Ich habe nur eben diese 5 Charaktere kennengelernt, die ich in Teil 1 und Teil 2 geliebt habe. Und jetzt nur noch nervige Charaktere sind, die nur noch dumme, bescheuerte, blöde Teenie-Sprüche raushauen, wo das ganze Kino drüber gelacht hat, aber ich war da gesessen und so, nein,
Es war einfach nur peinlich, dieser ganze Film. Grausam. Und dann, ja, natürlich sind die Tierchen so süß. Und die müssen ja jetzt gequält werden, dann gefoltert. Die haben mich aber komplett kalt gelassen. Weil ich genau weiß, es waren nur Animationsfiguren. Und ich hab's auch meiner lieben Frau erzählt. Weil ich schätze, dieser Film ist grausam. Na gut, wenn wir ihn zu Hause haben, schauen wir ihn an. Wir haben diesen Film angeguckt. Und glaubt mir, selbst meine Frau hat gesagt, auf Fränkisch gesagt, Schatz, wann ist der Film aus? Der Film ist sowas von sterbenslangweilig und nicht emotional. Ich habe keine Ahnung, was der liebe Andreas da gesagt hat. Der Film ist einfach nur schlecht. Danke, liebe Frau, dass du auch meiner Meinung bist. Und ich habe echt Angst gehabt, dass es nur an mir liegt. Aber nein, also nein, eben nicht. Ja, für mich wirklich ein ganz, ganz schlimmer Film. Ich kann diese Euphorie zu diesem Film nicht verstehen, absolut nicht verstehen. Ganz schlimmer Film. Ganz schlimmer Film. Da war ja Wakanda Forever wesentlich emotionaler als dieser Film. Gut, auf Platz Nummer 3. Jetzt haben wir schon. Oh, wir sind schon bei Platz Nummer 3 angelangt. Hohoho. Ja, und letztes Jahr gab es keinen davon. Aber vorletztes Jahr gab es auch einen Film, der auch schon in derselben Filmreihe gespielt hat. Und könnt ihr euch erraten, was es ist? Richtig, Fast and the Furious. Und glaube ich, alle zwei Jahre ein Fast and the Furious in einer Flop-Liste zu finden, ist eigentlich nicht sehr schwer. Vor allem bei mir. Ja, Fast and the Furious 10 ist auch bei mir auf Platz Nummer 3 gelandet. Tja, da sind wir wieder. Ja, ich weiß. Was habe ich gesagt bei Expendables 4 und bei Mac 2? Hirn ausschalten und Spaß haben. Ich habe es bei diesem Film versucht. Und deswegen ist er auch nicht mehr auf Platz Nummer 1, auf Platz Nummer 2, sondern auf Platz Nummer 3. Ich habe es versucht. Und er ist nicht ganz so extrem dämlich wie Fast and the Furious 9. Er ist auch völlig übertrieben. Und wenn man auch hier das Hirn ausschalten wird, geht es noch. Problem ist aber bei diesem Film, dieser Film geht nur unendlich lang. Das ist mein Problem. Der Film geht unendlich lange und du musst ewig lang dein Hirn ausschalten. Und das könnte irgendwann mal problematisch werden. Wenn du denkst, oh, ich muss mal aufs Klo. Scheiße, hab schon eingepisst, weil es Hirn ausgeschalten ist. Ja, Scheißendreck. Der Schluss auch wieder völlig übertrieben. Und warum muss man von diesen Filmen noch mehr machen? Oh, das ist so anstrengend. Ja, also Fast and Furious 10 auf Platz Nummer 3. Ich will euch gerne darüber reden, über diesen Film. Es langt. Dann kennen wir einen, also ich liebe den ersten Teil. Der ist gut. Teil 2 und Teil 3 gehen auch noch. Ab Teil 4 wird schon grenzwertig. Ab Teil 5, Aber ja, wir sind bei Ziel angelangt. Irgendwann muss auch mal Schicht im Schacht sein. Ja, Fast and the Furious 10 macht mit ganz viel Hirn ausschalten lange Zeit viel Spaß. Aber mir auch nicht. Ja, völlig idiotischer Film. So, auf Nummer 2. So, jetzt werden mich viele sagen, oh, du hast den Film nicht verstanden. Oh, der Film ist doch ganz toll, der Film ist doch super, der Film ist doch so super besetzt. Ja, liebe Leute, der Film ist super besetzt. Das ist auch außer Frage. Ich liebe viele der Darsteller, die mit dabei sind, liebe ich wirklich alle sehr. Aber mit diesem Film bin ich einfach überhaupt nicht warm geworden. Ja, und zwar Android City. Asteroid City, der Android ist für Asteroid City von Wes Anderson. Warum auf Platz Nummer 2? Ja, nochmal kurz. Die Machart, also dieses Arthouse-Style von diesem Film, liebe Kadaver, ist wirklich cool. Muss man hier sagen. Er ist ein echt cooler Film von dem Setting her, saustark. Aber diese Story ist sowas von belanglos und langweilig. Also, es ist todlangweilig. Also wirklich absolut langweilig. Die einzigen, die wirklich hier cool waren, ohne Scheiß, waren wirklich die drei Mädels. Da habe ich wirklich einem richtig herzhaft lachen müssen. Ansonsten, ja, es ist einfach nur ein anstrengender Film mit vielen Hauptdarstellern, die wirklich echt, mit vielen Schauspielern, die auch alle wirklich hervorragende Leistung gemacht haben. Aber wenn halt eben die Story sowas von bescheuert ist, kann auch der Film nichts werden. Und ein Tom Hanks Film auf Platz Nummer 2 bei den Flops des Films ist schon echt hart, aber ist leider nun mal so.
Und ja, Asteroid City ist eigentlich nur meine Sammlung wegen Tom Hanks und wegen nichts anderem. Ja, hat mich schwer enttäuscht, dieser Film. War sehr, sehr anstrengend. Musste man sich wirklich durchschleppen. Aber ich habe es durchgezogen, einmal geguckt und hat mir auch voll und ganz gelangt. Ja, das war Asteroid City. So, auf Platz Nummer 1. Auf Platz Nummer 1 der schlechtesten Filme des Jahres 2023 war für mich ohne Umschweife, ohne große Tür nachzudenken, ein einziger Film, den ich euch sogar erst vor kurzem euch vorgestellt habe in einer Review von K-Blade Pictures. Es tut mir furchtbar leid, aber ich konnte diesen Film absolut nichts abgewinnen. Ich habe diesen Film auch direkt an der Review sogar mit verlost und auch gleich mit verschickt und auch der nette Zuschauer und Abonnent hat den Film auch geguckt und fand diesen Film auch mehr als schlecht. Auf Platz Nummer 1 haben wir It's a Wonderful Life. Was für ein bescheuerter Drecksfilm. Ich habe auch wieder hier nichts gegen irgendwelche schwarze, homosexuelle, Lesben, Gender, ist mir alles wurscht. Aber warum muss man das so dermaßen in einen Film aufgedrückt bekommen, wie in diesem Film? Da gibt's eine Lesbe, da gibt's einen Schwulen, da gibt's einen Schwarzen, da gibt's den. Und dann diese Geschichte, die dazu erzählt wird, dann dieser ganz grausam Mensch, wo man von ja, Jeepers Creepers kennt, mir fällt gerade der Name mal ein, ist auch völlig irrelevant. Alles grundunsympathische Darsteller und Charaktere. Einfach nur ein grausamer Film und dieser Film ist einfach nur todlangweilig. Die einzigen Momente, wo man wirklich hat, waren die ein paar kurzen blutigen Kills und vielleicht noch der Killer. Alles andere konntest du getrost in die Tonne drehen. Selbst die Idee, was daraus gemacht wurde, ist, wäre echt cool gewesen, wenn es besser umgesetzt gewesen wäre. Für mich war It's a Wonderful Life einfach nur ein grausamer Film, wo ich mich wirklich durchschleppen müsste und ich konnte mich mit keinem wirklich irgendwie anfreunden von den Charakteren. Die gingen mir einfach nur alle von vorne bis hinten nur auf den Sack. Und deswegen hat dieser Film für mich den Platz Nummer 1 verdient für den schlechtesten Film des Jahres 2023, It's a Wonderful Life. Und wenn ihr da was dagegen sagen möchtet, könnt ihr gerne jetzt kommentieren. Ich finde diesen Film einfach nur mega schlecht. Und da gebe ich auch nichts anderes dagegen auf. So, und jetzt sind wir auch schon mit den Flops durch von den schlechteste Filme des Jahres 2023. Wir machen mal ganz kurz ein Schnittchen. Ich muss mal ganz kurz dann mal fix was trinken gehen. Und dann machen wir direkt weiter mit den Top-Filmen des Jahres 2023. Und es kann jetzt nur noch besser werden. Huh, na, meine Lieben, habt ihr euch gut erholt von der Schockliste oder auch der Flop-Liste von mir persönlich? Waren doch einige dabei, die euch eventuell auf Magen hätten schlagen können mit der Auswahl oder mit der Nummerplatzierung. Aber ihr wisst, es ist meine persönliche Meinung. Und wir machen gleich direkt weiter mit meinen Top-Filmen des Jahres 2023. Und wie ich schon sagte, ich hatte am Anfang so meine Schwierigkeiten, da richtigen Filme zu wählen, weil ich einfach Avatar 2 ununterbrochen oft gesehen habe. Und eigentlich wäre dieser Film wieder auch 2023 nochmal für mich mein Film des Jahres wieder geworden. Aber wir gehen ja wieder aufs Filmjahr wieder ein, also aufs Kinojahr ein, weil Avatar kam ja erst schon letztes Jahr raus. Und deswegen alle Filme, die jetzt eben 2023 rausgekommen sind, sind in dieser Liste mit drin. Deswegen war es für mich ein bisschen schwieriger, da die richtigen Plätze zu wählen. Obwohl ich sagen muss, Platz 1 bis 3 habe ich, glaube ich, schon genau die gewählt, die mich am meisten Spaß und unterhalten haben und die ich auch am meisten gesehen habe. Gut, bevor wir zu meinen Top 10 Listen kommen, kommen wir noch zu 4 Filmen, die es nicht geschafft haben, die obwohl auch extrem gute Filme sind, die auch extrem viel Spaß machen. Und zwar einmal The Creator, der lief ja erst vor kurzem im Kino. War wirklich extrem gut gemacht, auch eine sehr interessante Story mal dabei, aber war jetzt eben nicht so ganz, hat mich nicht so ganz bewegt wie jetzt andere Filme und deswegen ist dieser Film nicht mit in die Top 10 Liste gekommen.
Der nächste Film ist Super Mario Bros. The Movie. Meine liebe Family liebt Super Mario. Sie liebt das Spiel Wonder über alles. Sie spielt es eigentlich ununterbrochen. Ich muss schon sagen, jetzt liegt den Controller mal weg. Auch dieser Film hat auch mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt kein so großer Super Mario Freund, gebe ich jetzt zu. Habe auch nie eine Nintendo besessen. Jetzt natürlich schon, aber ich spiele es eigentlich ungern. Aber der Film war trotz alledem sehr unterhaltsam, auf jeden Fall auch mir Spaß gemacht. Aber es ist auch kein Film, der jetzt für mir in die Top 10 Liste gesetzt wurde. Aber auf diesen Fall auf jeden Fall auch einmal reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall auch schon mal zu diesem Film. Dann der nächste Film ist Creed 3. Auch ein sehr guter Film, aber natürlich hier ohne Sylvester Stallone sehr, sehr schade. Trotz alledem, der Film war wirklich gut und auch hier einen extremen geilen Charakter hier, zumindest Schauspieler mit einem wunderbaren Körpertransformation, Wahnsinn. Eben hier im Creed 3, auch das ein sehr guter Film, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Der nächste Film ist auf jeden Fall eine 10 von 10 Film, ein unglaublich wahnsinnig intensiver Film, der wirklich über die Haut geht, der auch zum Nachdenken rührt und auch zum Weinen rührt. Also ich habe sehr viel geheult bei dem Film, es war sehr emotional dieser Film, und zwar The Raid. Mit Brendan Fraser und auch komplett seine Oscar-Gewinnung komplett verdient. Ein unglaublich emotionaler, hinreißender Film, der auch ohne die Haut geht. Aber dieser Film ist auf jeden Fall kein Lieblingsfilm von mir. Denn dieser Film muss man wirklich in Ruhe angucken. Und man muss auch wirklich einigermaßen gut gelaunt sein. Weil nach diesem Film geht es einem, glaube ich, wirklich ganz, ganz schlecht. Inszenatorisch einfach nur ein unglaublich intensiver Film, Wahnsinn, und kann nur wirklich sagen, dieser Film mal angucken, echt angucken, lohnt sich auf jeden Fall, aber für mich auf jeden Fall kein Film, der jetzt in die Top 10 mit rein müsste oder rein muss, weil es einfach doch ein sehr harter Tobak auch ist, dieser Film. Für mich soll der Film auch unterhalten, und der Film ist nicht wirklich sehr unterhaltsam, er ist einfach nur wirklich sehr traurig und man hat extrem viel Mitleid mit diesem Charakter. Gut. Jetzt aber geht's los mit meinen Top 10 Filmen. Und jetzt gleich der erste Platz. Platz Nummer 10 wird euch gleich mal euch den hier machen. Wie kannst du nur? Ja, das Gute ist ja, ich höre auf keine Kritiker. Und muss mir ganz kurz mal an den Schnitt setzen. Oh, habe einen Krampf im Bein. Ja, und zwar ein Disney-Film, ja, auf Platz Nummer 10, wie auch schon bei den Flops, aber diesmal ist es, wirklich, und zwar Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Wie kannst du nur diesen Film auf Platz Nummer 10 der besten Filme des Jahres setzen? Kann ich und tue ich auch, weil mir dieser Film trotz alledem sehr viel Spaß gemacht hat. Dieser Film wurde schon im Vorfeld auch wieder komplett zerrissen. Ich weiß auch nicht warum. Dieser Film ist für mich ein Indiana Jones Film. Es ist ein Indiana Jones Film. Er hat auch hier seine Längen. Auch das ist auch das große Problem bei diesem Film. Die Laufzeit von diesem Film. Mit 154 Minuten geht der Film einfach 30 Minuten zu lange. Und es gibt auch zwei, drei Szenen, die man hätte auch getrost weglassen können. Wie zum Beispiel die Verfolgungsjagd mit dem blöden Tuk-Tuk, was total dämlich ist. Aber ansonsten hat dieser Film genau mir das Gefühl gezeigt, wie ich damals einfach bei Indiana Jones habe. Ich war nie ein Freund des damaligen Indiana Jones. Ich habe die nie so angeguckt, wie manche andere, mag vielleicht sein. Ich habe die einfach mal aus Just for Fun angeguckt, und auch dieser Film ist für mich auch Just for Fun und hat genau das erreicht, was er sollte. Er ist ein Abenteuerfilm, der genau das auch vermittelt, und ein Harrison Ford, der trotz seines Alters immer noch gut aussieht. Über die CGI Harrison Ford muss ich auch sagen, am Anfang war es vollkommen in Ordnung. Hat auch gepasst, wie ich finde. Auch der Gegenspieler, auch der ist sehr stark. Muss aber auch sagen, Thomas Kretschmann als Bösewicht hätte mir noch einen kleinen Tick besser gefallen, gebe ich zu. Einiges stellen natürlich am Film, sieht man schon, dass CGI wirklich schon schlecht ist. Aber dieser Film hat mich trotz alledem extremst unterhalten. Obwohl es so lange ist. Aber wie gesagt, 30 Minuten kürzer wäre perfekt geworden. Aber nur meine persönliche Meinung. Ich mag Indiana Jones, am Rad des Schicksals, guter Schluss. Ja, mit dieser Reise dort wohin, wo es auch keinen hingeht. Aber es ist ein Fantasy-Film für mich, und mehr ist es nicht.
Und kein Film von Indiana Jones, auch am Anfang mit der Bundeslade. Ja, das ist auch Fantasy. Aber er unterhält mich und das hat der Film auf jeden Fall alles richtig gemacht. Auf Platz Nummer 9 haben wir einen Actionfilm. Und zwar Keanu Reeves in John Wick Kapitel 4. Was? Nur Platz 9? Ja, nur Platz 9. Aus dem Grund, wie auch schon bei Indiana Jones, dieser Film ist auch viel zu lang in die Länge gezogen worden. Diese unendlich langen Kämpfe. Grausam. Es ist, nochmal, dieser Film ist auch extrem gut. Er macht sau viel Spaß, sau geile Action-Momente und dieser komplette Film ist ein Kunstwerk. Jede Kameraperspektive von diesem Film ist ein Kunstwerk. Sei es jetzt eben, wenn sie in Marseille sind, mit diesen wunderbaren Bildern, mit den ganzen Gemälden, einfach nur fantastisch umgesetzt. Auch natürlich die ganzen Kämpfe auch sehr stark gemacht, aber einfach zu lange. Zu lange. Überall so 10 Minuten, ein bisschen kürzer von diesen ganzen Kämpfen. Hätte diesen Film wirklich sehr gut getan. Warum muss ein Actionfilm 164 Minuten gehen? Warum? 130, okay. 120, noch besser. 110, noch viel, viel besser. Er ist saustark. Er hat echt extrem coole Momente. Deswegen liebe ich auch diesen Film. Ich mag diesen Film auch extrem sehr. Und vor allem natürlich auch diese eine Sequenz mit der Feuer-Pumpgun-Munition. Ein geniales Sequenz von diesem Film. Habe ich auch mehrmals schon zurückgespult zu Hause, was einfach nur so unglaublich geil ist. John Wick Kapitel 4 ist mir auf Platz Nummer 9, weil er einfach echt ein extrem cooler Actionfilm ist. Das Einzige, was er auch hier hat, er ist einfach für mich einen kleinen Ticken zu lange. Trotz alledem ein sehr geiler Film, macht sau viel Spaß und kann euch auch wärmstens empfehlen, diese Filme anzugucken. Auf Platz Nummer 8, ja, letztes Jahr auf Platz Nummer 1, dieses Jahr auf Platz Nummer 8 und zwar Tom Cruise in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ja, warum auf Platz Nummer 8? Einfach aus dem Grund, wie auch schon die Vorgänger, er geht zu lange. Und es ist ja auch erst Part 1. Part 2 kommt ja auch noch. Und da muss ich auch sagen, dieser Film war im Kino für mich extrem in die Länge gezogen. Zu Hause, unter meinen vier Wänden, ohne irgendwelche nervigen anderen Menschen um mich herum, war der Film doch angenehmer zu gucken. Und muss auch sagen, dieser Film macht wirklich auch verdammt viel Spaß. Wir haben auch hier einige Momente mit dabei, die hätten sich auch gern getrost streichen können. Auch hier einige Verfolgungsjagden, die auch komplett unnötig in die Länge gezogen worden sind. Aber wir haben hier echt extrem coole Stuntaufnahmen, vor allem natürlich dann der Schluss mit dieser überzeugenden Stuntaufnahme. Wahnsinnig genial. Wahrscheinlich war ich auch im Kino ein bisschen enttäuscht, weil es eben nur eine gewisse, diese Stuntaufnahme auch nur gab. Aber der Film ist auch verdammt gut und gefällt mir auch einen kleinen Tick besser als John Wick 4, weil es natürlich auch hier nicht so viel extrem Martial Arts Kämpfe sind. Auch hier ist ein bisschen mit Slapstick mit dabei, aber nicht so extrem dämlichen Slapstick wie jetzt bei Guardians of the Galaxy, sondern wirklich hier trotz all dem noch einigermaßen humanen, wo man auch drüber lachen kann, wo es nicht so extrem in die Dämlichkeit der Jugend reingeht. Deswegen Mission Impossible auf Platz Nummer 8 ist hier Dead Reckoning. So, auf Platz Nummer 7, auch da werde ich dir fragen, wie kannst du diesen Film auf Platz Nummer 7 stellen und vor die anderen beiden Filme? Einfach aus dem Grund, weil dieser Film es genau perfekt gemacht hat. Dieser Film geht nicht zu lange, dieser Film ist genau die Laufzeile für einen Actionfilm. Und zwar Equalizer 3 mit Denzel Washington. Für mich ein perfektes Ende für diese Filmreihe. Und ich hoffe mal, es kommt auch keiner weitere mehr, denn so hat er seinen Frieden gefunden und gut ist. Der Film ist wirklich sau cool. Er ist am Anfang sehr ruhig. Man weiß nicht so genau, was passiert ist eigentlich genau hier. Und auch das Ende auch sehr überzeugend. Auch extrem blutig, sau stark gemacht. Und ja, die Untertitel könnten einige stören. Ja, man muss sich auf zwei Sachen auf gleichzeitig konzentrieren. Für manche ein bisschen in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig vielleicht. Aber Equalizer 3 hat mir genau das gegeben, was ich haben wollte. Ein schöner, spannender Action-Thriller mit ohne viel Schnickschnack, ohne unendlich lange Verfolgungsjagden,
mit einem coolen Darsteller, den man sich auch sofort nach Hause nehmen würde. Denzel Washington, ein ganz genialer Typ. Und dieser Film hat für mich auf jeden Fall, ist vor Mission Impossible als auch vor John Wick. Weil er genau das gemacht hat, was ich haben wollte. Ein schöner, kurzweiliger Actionfilm für zwischendurch mit ein paar coolen, blutigen Kämpfen mit dabei, der auch schon draufgehalten wird. Und auch eine schöne Geschichte, die auch gut erzählt ist, mit Untertitel. Aber es spielt ja auch in Italien. So, Equalizer 3 auf Platz Nummer 7. So, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 6. Und zwar Oppenheimer. Oppenheimer auf Platz Nummer 6. Wie kannst du nur diesen Film auf Platz Nummer 6 tun und nicht auf Platz Nummer 1? Wie kannst du nur, hast du diesen Film nicht verstanden? Doch, ich habe den Film verstanden. Der Film ist unglaublich gut. Der Film ist unglaublich gut, sehr emotional auch, aber dieser Film hat mich jetzt nicht so abgeholt wie manch anderer Film, der noch kommen wird, der mich irgendwie noch emotional auch berührt. Er war ein sehr ernstes Thema auch hier, diese ganze Geschichte von Oppenheimer auch sehr gut gemacht. Er ist aber ein sehr politischer Film, der geht auch rund 80 Minuten der Film, aber wird für mich persönlich kein bisschen langweilig. Aber er hat mich jetzt nicht so abgeholt wie manch anderer Film und deswegen ist Oppenheimer eben auf Platz Nummer 6 gelandet. Er ist trotzdem ein ganz cooler Film, starker Film, auf den man sich auch einlassen muss, mit vielen kleinen Nebenrollen, auch extrem hochgradig besetzt, unglaublich gut. Und auch hier als Gillian Murphy, wissen wir, wie ich meine, auch diese Rolle spielt einfach überzeugend, extrem gut und einfach nur ein wunderbarer Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, zu allem von der heutigen Zeit, was alles mit dieser Atomkraft alles passieren kann. Also wirklich ein unglaublich guter Film, wahnsinnig starker Film, unbedingt mal angucken. Auf Platz Nummer 5 haben wir jetzt Killer of the Flower Moon, ein Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro und auch Leonardo DiCaprio, lief erst im Kino, noch nicht zu Hause, leider, denn dieser Film hat mich noch mehr bewegt als Oppenheimer, denn dieser Film war einfach nur grandios. Der Film geht auch Ewigkeiten, auch dieser Film geht ewig lang, aber Robert Niro in seiner Paraderolle als, ja, Böse, also als Gangster kann man sagen, unglaublich gut gespielt. Leonardo DiCaprio ist hier extrem stark gealtert und die Mundwinkel hängen weiter runter als die von Angela Merkel. Wobei kann ich mal runtergehen? Das geht gar nicht, das geht nicht. Also unglaublich und freue mich auch, diesen Film nochmal zu Hause anzugucken, in aller Ruhe. Wir waren so auch im Franz und Chloe, auch selbst meine Frau fand diesen Film wirklich überragend spektakulär. Auch hier muss ich natürlich auch sehr viel Zeit nehmen für diesen Film. Auch dieser Film erzählt eine interessante Geschichte und die Auflösung auch zum Schluss ist eigentlich schon im Laufe des Films schon langsam klar, aber einfach nur extrem gut umgesetzt. Vor allem auch sehr interessante und auch starke Kameraperspektiven, wahnsinnig gut gemacht und kann euch auch Killers of the Flower Moon nur wärmstens empfehlen, diesen Film anzugucken. Einfach nur grandios. Jo, okay, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 5, Platz Nummer 4 und auf Platz Nummer 4 haben wir einen Film, was ich nicht erwartet hätte, dass der so hoch noch im Kurs bei mir kommt. Und da war ich auch schon zweimal im Kino. Bei einer der wenigsten Filme, wo ich zweimal im Kino dieses Jahr war. Außer Oppenheimer war ich auch zweimal drin. Aber dieser Film, wow, hat es geschafft, ein Franchise wiederzubeleben, was ich nicht erwartet hätte. Nachdem eben die anderen beiden Teile vorher eher schwach waren, hat der genau das gegeben, was er uns gegeben hat. Und zwar Saw 10. Mit Tobin Bell wieder als Jigsaw. Und hier muss ich echt sagen, ich habe von diesem Film nicht viel erwartet, nachdem ich eben Spielreihe gesehen habe. Aber Saw 10, die Storyline, spielt zwischen Teil 2 und Teil 3, würde ich jetzt mal sagen, oder Teil 1, also zwischen Teil 1 und Teil 3, in dem Zeitraum spielt es auf jeden Fall, saustark. Also wirklich saustark. Und wenn man natürlich ein bisschen auch in der Medizin unterwegs ist, wie ich im Krankenpflegebereich ist, und diese Storyline dann so hört, dann hat man dann doch ganz gerne Lust, auch selbst zum Jigsaw-Mörder zu werden. Unglaublich gut gespielt.
einzige Kritikpunkt, wo ich an diesem Film habe, natürlich an Amanda, die natürlich jetzt hier wesentlich älter ausschaut als in anderen Teilen, ist auch vollkommen klar. Der spielt ja auch 20 Jahre dafür danach. Aber ansonsten, die komplette Storyline, die Foltersequenzen, einfach nur fantastisch. Ich sag bloß Staubsauger oder auch ja, Gehirn. Schausteig. Wirklich, also für mich, Saw 10 hat mir verdammt gut gefallen. Ich freue mich auch noch, den zu Hause anzugucken. Und hat mir besser gefallen als alle anderen vorherigen Filme, die ich euch gesagt habe, weil einfach der ist so extrem unterhaltsam war. Also ich habe sehr viel gleich im Kino. Ja, ich bin ein bisschen krank im Kopf, ich gebe dazu. Aber Saw 10 war wirklich grandios. Und ich denke mal, ich freue mich schon auf Saw 11. Wenn die Latte genauso hochgehalten wird wie bei Saw 10, kann man eigentlich hier nichts verkehrt machen. Gut, andernfalls wäre es auch unnötig gewesen, aber ganz ehrlich, jedes Franchise wird ausgeschaut und wenn die Filme noch funktionieren, warum nicht? So, und jetzt auf Platz Nummer 3. Jetzt sind wir bei den letzten drei Filmen angelangt, die dieses Jahr mich so überzeugt haben oder mir so viel Spaß gemacht haben, wie schon nicht mehr, außer durch Avatar, aber an Avatar 2 kommt kein anderer Film ran. Aber Platz Nummer 3 ist eigentlich auch eine Filmreihe, beziehungsweise auch eine deutsche Filmreihe, eine Kriminalreihe, auch eine Buchverfilmung. Und ich hätte nie gedacht, dass mir diese Filme so dermaßen gut gefallen und dass die selbst auf mein Ranking mit reinkommen. Und dieses Jahr kam sogar ein neuer Film sogar raus, und zwar Rita Falks Re-Ragu-Rendezvous. Ja, und ihr fragt euch, jetzt ist er total besoffen. Nein, bin ich nicht. Ich muss echt sagen, also ich habe diese Filme immer gemieden. Und dann gab es diese 5-4-3-Aktion von Amazon, was ist Mai war es ungefähr. Und da dachte ich, ach komm, scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach mal so einen Film mit und mal gucken, ob das funktioniert. Und das war der Film Kaiserschmarrn-Drama. Und alle beide, meine Frau und ich, haben eigentlich keine große Lust gehabt, diesen Film anzugucken. Und diesen Film anzugucken, ah, Schatz, ein bayerischer Film, der kann nicht schlecht, der kann nur schlecht sein. Na komm, wir probieren es aus. Wenn er gefällt, geht es natürlich zu Amazon, ist ja wurscht. Probieren wir es aus. Glaubt mir. Unglaublich. Also Kaiserschmarrn-Drama, für mich der beste Teil der ganzen Reihe. Aber natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für dieses Ranking. Aber ausschlaggebend war dieser Film, dass ich mir eben diesen Film angeguckt habe, sogar im Kino. Und ohne Scheiß, die haben mich so in den Bann gezogen, dass ich mir alle anderen Teile kaufen musste. Auch. Und ich finde sie alle durch die Bank wirklich überragend gut. Aber Kaiserschmarrn-Drama ist der beste. Den habe ich auch dieses Jahr schon 5-mal gesehen. Und ist so ein Film, wie auch, der hat mich auch komplett in den Bann gezogen. Kaiserschmarrn-Drama und auch eben ja, Re-Ragu-Rendezvous. Jetzt kommen wir zu diesem Film, eben der neueste Streich von Rita Falk, von dem guten, wunderbaren Ed Herzog. Wurde ja auch von Rita Falk selbst zerrissen, weil er doch nicht so ganz nach dem Buch rangeht. Ich gebe zu, ich habe das Buch nie gelesen. Und es gibt eine einzige Stelle an dem ganzen Film, was mich extrem stört. Ansonsten ist dieser Film ebenfalls sowas von zum Wegschmeißen. Du kannst dich einfach nur wegschmeißen. Du hast danach sofort eine gute Laune, du kannst dich sofort wohlfühlen. Und dieser Film zeigt einfach den Alltag von uns allen. Da schaut es einfach aus wie Sau. Ne? Nicht aufgewaschen, die Wäsche liegt rum. Unglaublich, ist einfach so extrem authentisch mit dem wahren Leben. Und ich liebe wirklich die Eberhofer-Krimis. Gebe ich jetzt offenlich zu, ich liebe die Eberhofer-Krimis. Und auch Re-Ragu hat auf jeden Fall einen festen Platz für mich verdient, jetzt auch selbst auf Platz Nummer 3, weil er einfach so extrem lustig war und man sich einfach sofort mit diesen ganzen Charakteren auch identifizieren kann. Alle meinten, ich schaue aus wie er, wie der Rudi, das bin ich. Bisschen Ähnlichkeit gibt's, das stimmt, also ich weiß, ich älter wie ich, aber ich muss echt sagen, also wirklich Eberhofer-Krimis, gebt diesen Filmen eine Chance. Natürlich, wenn ihr natürlich Spaßbremse seid und einfach nur Muffel seid, dann werden diese Filme euch nichts bringen.
und auch keine Leber, keine Lebensfreude habt, dann wird es auch nichts bringen. Aber ohne Scheiß, es ist einfach ein unglaublich schöner Film. Also unglaublich schöne Filme. Und am besten statt mit diesem hier Kaiserschmarrn-Drama und dann Sauerkraut-Koma. Sauerkraut-Koma ist auch so ein Teil, ist wohl der Vorgänger von Kaiserschmarrn-Drama. Gott, hab ich mich weggeschmissen von Lachen. Der muss sterben, mein Bauchholpfarrer. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja, also ihr seht schon, ich bin Feuer und Flamme zu Regagu. Und man kann eigentlich sagen, die Eberhofer-Gemis haben eigentlich Avatar abgelöst bei mir. Mit dem überragenden, also das hat mich komplett überzeugt, dieser Film. Unglaublich gut. Also wirklich wahr, Eberhofer-Gemis unbedingt mal reingucken. So, und auf Platz Nummer 2. Ja, was könnte jetzt Platz Nummer 2 sein? Oppenheimer ist weg. John Wick ist weg. Equalizer ist weg. Killer of the Flower Moon ist weg. Was ist auf Platz Nummer 2 bei dir, Voice? Was ist das? Was ist das? Ja. Auf Platz Nummer 2 von den Flops war ein Tom Hanks-Film namens Asteroid City. Und auf Platz Nummer 2 haben wir ebenfalls bei den Top-Filmen von einem Tom Hanks-Film. Und zwar Ein Mann namens Otto. Auf diesen Film habe ich mich mehr als vor dem Kino und ich wurde einfach nicht enttäuscht. Dieser Film ist einfach nur ein wunderschöner Film. Emotional, du musst lachen, du musst weinen. Dieser Film bin ich genauso und ich sehe auch mich in ihm, in Otto. Wenn ich mal alt werde, werde ich auch so ein alter Grandler werden, weil ich hasse auch Menschen und ich kann mich mit diesen Menschen komplett identifizieren. Einfach ein wunderschöner Film, ja, unglaublich gut und natürlich auch die liebesüße Katzenmännchen drauf. Ein ganz, ganz toller, emotionaler, wunderbarer Film, der einfach auch sofort gute Laune macht, zum Schluss auch einen tief runterzieht, aber nicht so schlimm wie The Way. Ein Mann namens Otto ist auf Platz Nummer 2 bei mir, weil er mich auch genauso abgehoben hat wie auch schon das Platz Nummer 1. Und auf Platz Nummer 1 kommen wir auch gleich. Und auf Platz Nummer 1 gab es für mich auch keine andere Wahl als dieser Film. Ein Film, der hat mich sofort in allerersten 2 Minuten in den Bann gezogen gehabt im Kino. Und das ist auch der Film, bei dem ich vorher in den Film 65 gewesen war. Um 65 war ich um 18.45 Uhr und nach dem Film war ich sowas von komplett im Arsch. Ich war todmüde. Oh Gott, wie soll ich denn diesen Film noch überstehen? Der Film geht 156 Minuten. Der Film ist so langweilig gewesen, 65. Wie kann ich denn bitte diesen Film nur überstehen? Aber ich will ihn unbedingt sehen, also gehe ich auch da rein. Und es war der Film, ein Steven Spielberg-Film über seine eigene Geschichte, fiktive Geschichte, wie er eben zum Filmmachen kam. Und zwar die Fablemans. Die Fablemans ist für mich der Film des Jahres. Ein wunderschöner Film. Eine wunderbare Hommage an die Filmemacher, an die Filmemacher. Unglaublich toll. Die erste Sekunde, wo wo der Junge im Kino sitzt und er den Mund aufmacht und so verstaunt ist von diesem Kino, das bin ich. Die ganzen Charaktere, wo du mitspielst, einfach ein wunderschöner Film für die ganze Familie, unglaublich. Und wenn man den Film bis zum Schluss geguckt hat, dann gibt es dann eine Rede von John Ford, gespielt von David Lynch. Ist der Horizont oben, ist es Kunst. Ist der Horizont unten, ist es Kunst. Ist der Horizont in der Mitte, ist es absolute Scheiße. Und achtet mal bei Steven Spielberg-Filmen drauf, wo der Horizont ist. Er ist immer oben oder unten. Ich habe drauf geachtet bei Duell, bei vielen Filmen. Und ein unglaublich wundervoller Film. Bekommt von mir 10 von 10 Punkte. Dieser Film ist einfach nur ein wunderschöner Film. Eine wunderbare Hommage, wie gesagt, an die Filme, an die damalige Zeit des Filmentstehens. Fantastisch. Fantastischer Film. Und dieser Film habe ich auch jetzt schon so oft gesehen zu Hause und ich kann diesen Film immer wieder angucken und glaubt mir, diese 156 Minuten, der Film geht, vergehen wie im Fluge. So schnell ist die Zeit vorbei und man könnte diesen Film sofort
wieder von vorne angucken. Und das hat auch nur Avatar 2 geschafft, denn dieser Film ist auch so ein Film, den ich mir auch immer und immer wieder angucken kann, genauso wie auch schon dieser Film. Oder auch dieser Film oder auch dieser Film. Die ganzen anderen Filme, ja, sind auch gut, aber die sind jetzt diese Filme, die ich mir immer wieder angucken kann und werde, weil die einfach so extrem viel Spaß machen, einfach so extrem unterhaltsam sind und auch sehr emotional sind. Und The Fablemans ist für mich auf Platz Nummer 1 des besten Filmes des Jahres 2023. Ja, meine lieben Filmfreunde, jetzt sind wir durch mit den Top und Flops von dem Bereich Filmen. Und was sagt ihr denn zu meinen Listen? Schreibt es in die Kommentare rein. Und falls ihr diese Filme noch nicht gesehen haben solltet, vor allem die Fablemans oder auch Ein Mann namens Otto oder auch natürlich der Kaiserschmarrn-Drama oder durch die Eberhofer-Krimi, dann macht das jetzt und schlagt und probiert es einfach mal aus. Es tut nicht weh. Und wenn es euch nicht gefällt, ausschalten könnt ihr immer noch. Ja, gut, meine Lieben, das war es jetzt wirklich mit dem letzten Video von meinen Top- und Flop-Listen. Ich hoffe, ihr habt extrem viel Spaß gehabt mit diesem Video. Ich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall jetzt beim nächsten Video wieder. Heute Nacht auf jeden Fall, oder heute oder morgen Nacht um 0 Uhr dann mein Neujahrsgespräch oder Rede. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Rutscht alles schön rüber, bleibt schön gesund, feiert schön. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Und mal gucken, was uns nächstes Jahr alles an Filmen erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall auf Dune 2 extrem und auch auf Ghostbusters Afterlife 2 ebenfalls. Ja, das war's von mir. Jetzt schön gesund bleiben und tschüss mit Ö und tschüss.